Servus, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Daniel ist heute mit am Start, er hat sich leider den Fuß gebrochen, aber das ist sehr gut, weil dann kann er heute die Kamera halten, denn ich habe zwei richtig geile Pakete da stehen. Ihr seht schon am Titel, ich habe Werkzeug von Engelbert Strauß bekommen, denn ja, ich bin ja der absolute Engelbert Strauß-Fan, du auch. Ihr kennt ja hier so meine Werkbank, das ist alles irgendwie so total durcheinander und wenn ich an so Autos rumschraube, dann fehlt immer ein Teil und jetzt habe ich gedacht, jetzt einmal ordentlich, einmal schön, denn bei der Engelbert Strauß-Seite habe ich ganz versteckt eigentlich das Werkzeug von denen gefunden und das gibt es jetzt als Unboxing. Soll ich dir die Kamera geben? Dann. Ich freue mich wie ein kleines Kind gerade, ne? Okay. Wir haben hier eine Werkzeugwanne oben. Oh, ich sehe da schon Staub. Oh, guck mal hier. Aber ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal alles aus, damit ich schon mal weiß, wo die Reise hingeht. Was haben wir hier noch drin? Motorstarterspray. Vielen Dank. Und Bremsenreiniger von Engelbert Strauß. Richtig krass. Hier unten geht's weiter. Mit, boah, die sehen richtig edel aus, ne? Guck dir die mal an. Guck dir die mal an. Ta-ta-da! Mein Gott, ist das geil oder ist das geil? Das ist ja für jeden kleinen Strauß-Fan ist das jetzt ein Knaller, oder? Also das ist jetzt so ein kleiner Werkzeugkoffer für meine Autoarbeit, aber ja, das ist ja noch nicht alles. Es geht ja noch weiter. Hier einmal Inlays, die kommen hinter in die Koffer rein. Jetzt fragt ihr euch, welche Koffer. Aber warte, wir sind noch nicht fertig. Oh, das ist schwer, das Ding. Was ist da drin? Nochmal Reiniger. Alter Schwede, was ist das denn? Rostschock, das heißt, es ist ein Rostlöser. Und hier haben wir ganz viele Multispray. Also WD-40 für die ganz edle. Jetzt haben wir hier. Warte. Nochmal. Ein paar Dosen. Ein paar Döschen, weiß ich nicht. Oh, Cockpit-Spray. Ach, die haben auch Innenraumreiniger, das wusste ich jetzt gar nicht. Leckfinder, Schaumreiniger, Silikonspray, Sprühfett, Cockpit-Spray und Schweißtrennmittel. Ja, fängt schon gut an, oder? Oh. Und was sieht man? Ah. Verpackung. Man sieht nicht viel, ist verpackt. Okay. Ja, Leute, das ist jetzt auf jeden Fall tricky, weil ich jetzt nicht weiß, wie das hier zusammengebaut wird. Halleluja. Ich fange mit der Hardcore-Bodenplatte einmal, denn sonst kommen wir hier nicht weiter. Also wir haben hier eine. Eine Bodenplatte. Die müssen wir aber erst zusammenschrauben. Also ist das jetzt so ein kleiner IKEA-Baukasten hier. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja genug Werkzeug da, um das Ding direkt zusammenzuschrauben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe gerade Imbus auf dieser Verpackung gesehen. So. Also, wie macht man das denn mit den Rollen? Eine Seite gebremst, andere Seite. Oh nee, ne? Boah, das ist genau meins. Da fängt das schon gut an. Passt nicht. Doch, aber das ist eine Fummelarbeit, ne? Warum? Hätte ich mir das nicht geben können in zusammengebaut? Die scheiß 5 cm da dickere Verpackung, ey. Hat er denn schon gefallen? Das gute Viva-Werkzeug, Leute. Es gibt Imbus-Sätze, die haben so einen komischen Kopf. Und der ist jetzt, glaube ich, genau dafür richtig gut. Man sollte jetzt eigentlich nicht das Konkurrenzprodukt nehmen, aber. Naja. Ja, die haben sich nämlich gedacht, dass der macht das so. Deswegen sind das jetzt andere Schrauben. Ja gut, dann müssen wir das jetzt hier, dann mache ich das glaube ich in Schnelldurchlauf einmal, ne? Sonst werde ich hier gar nicht fertig. Haben wir gleich, Daniel. Ja, eine Rolle. Genau. Komm noch drei. Ist nicht mehr weit. Ist zum Ziel. Ey. Ist das jetzt der Ernst, dass die Schraube so lang? Ah, gibt's auch nicht. Warte mal. Kann man das Rad vielleicht aufnehmen? Ja, hier, hör auf, doofe Fragen zu stellen hier. Ich glaube, das fährt vom Weg. Ahnung, ob man das Rad rausnehmen kann. Das ist auch so dämlich, ne? Warum mache ich das nicht so? Die Dinger drehen sich doch. So, das heißt, ich halte den jetzt fest und könnte den schon rein theoretisch so reindrehen jetzt, oder? Ja. Ey. Da. Also, jetzt haben wir ein gut laufendes Rollbrett.
Und auf dieses Rollbett kommt, was kommt denn da jetzt drauf? Jetzt weiß ich das gar nicht, weil hier sind so viele Kleinteile drin. Das kann man natürlich variabel bestücken jetzt, Leute. Ja gut, den jetzt da ganz unten zu packen, macht keinen Sinn, weil den muss man aufklappen. Das heißt, den macht man relativ weit nach oben. Den nach unten, nee, das ist auch doof. Den bräuchte man auch eigentlich ganz, der muss ganz nach oben. Also wir haben hier einmal, dreimal Schubladen. Das heißt, wir hätten dreimal eine Basis. So, und jetzt können wir dieses Ding, ist glaube ich egal wie rum, hier einklicken. Ahnst du schon was? Ja. Was jetzt da reinkommt? Eine Schublade. Und zwar eine Schublade. Kannst du jetzt hier einlegen. Guck mal. Und die ist schon mal drin. Dann passt dieses, genau, guck mal, dieses Set wird jetzt genau hier reinpassen. Ich lasse es jetzt einfach mal drin, wir müssen natürlich nur die Verpackung abmachen. Aber wir machen mal weiter, denn wir haben ja noch so ein Ding. Und das hake ich jetzt auch wieder hier ein. Ist das cool oder ist das cool? Das ist echt geil. Fach Nummer 2. Da könnten wir jetzt reinlegen, zum Beispiel die kleinen Böckschen. Da müssten rein theoretisch auch zwei Stück nebeneinander reingehen. Praktisch. Ja, mit ein bisschen Versatz, aber das passt. Nummer 3, wir haben noch so ein Ding. Wieder ein Schublädchen, aber diesmal lassen. Ich glaube, das müssen wir leer lassen, weil wir dafür kein Inlay haben. Doch, da hinten ist nochmal so eine Box. Ach, guck mal, genau. So, jetzt hätten wir Box Nummer 3. So, und jetzt pass auf. Wir haben hier nochmal so eine kleine Mini-Box, die man noch wieder variabel bestücken kann. Und jetzt haben wir hier noch ein Ratschen-Set. Boah, das sieht schon richtig edel aus, in Carbon-Look. Mit Ratschen, die sogar kaputt. Die sogar kaputt gehen. Nein, die sogar ums Eck gehen. Und das finde ich richtig, richtig gut. Weil man kennt das Spiel, nämlich wenn du nämlich was schrauben musst, dann passt nie irgendwie eine Nuss da drauf und so. Und deswegen gibt es jetzt hier ein schönes Ratschen-Set in so einem Carbon-Dekor. Kommt jetzt hier rein. Jetzt haben wir natürlich noch so ein Teil. Drauf damit und zack. Und da habe ich auch noch irgendwas gesehen. Ja, warte. Das ist Handwerkerporn, ehrlich. Möchtest du mal sehen? Ja, gerne. Möchtest du nicht? Doch, möchte ich. Ja, geil. Richtig geil, oder? Warte, ich schieb den mal hier rein. In diesen Carbon-Look. Auch in diesen Carbon-Look? Ach scheiße, jetzt muss ich da doch wieder ein Stück rausziehen, sonst kriege ich den nicht auf. So. Und das sind richtig, richtig geile Ratschen. Und die kann man sogar beidseitig nutzen. Ist das cool? Krass. Du hast hier keinen Umschalter drin, sondern du hast hier einfach... Oh, wie leise die sind. Du hast hier einfach so ein Ding, dass du die Dinger drehst. Warte mal. Kann länger machen? Nee, du kannst irgendwas noch machen. Ah, guck mal. Geil, oder? Krass. Ist das cool? Da ist alles drin. Da ist alles drin, was man jetzt braucht. Für dieses Auto da draußen. So, und jetzt haben wir hier oben, das haben wir gerade schon gezeigt, das ist so das Basis-Handwerker-Set. Ich glaube jetzt noch nicht mal, dass es dieses VDE ist, weil die VDE-Version hätte jetzt hier andere Seitenstand. Also die sind jetzt nicht bis, sind die bis 1000 Volt isoliert? Ich glaube jetzt sogar nicht, dass die bis 1000 Volt isoliert sind. Aber es gibt halt noch dieses VDE-Set und dieses normale Handwerker-Set. Moment, da fehlt etwas, das musst du wieder rein. Krass, oder? Ja. Ist das krass? Das sieht richtig cool aus. Jetzt hätte man die Möglichkeit, das Ding nochmal höher zu setzen. Indem man jetzt sagt, man macht dieses Ding da drauf, als Abschluss von diesem Ding, hätte man jetzt so die Kiste, wo man die Flaschen reinpackt oder kleines Werkzeug. Oder, ich hoffe, das hält jetzt, der Standort. Ganz entspannt schrauben, oder? Ja. Ja, Wahnsinn, ey, ist das krass, das ist richtig krass. Muss ich nochmal reingucken, ne? Das fasziniert mich und was mich richtig fasziniert, ist dieser Koffer hier, ne? Den finde ich richtig sexy. Da unten gibt es das jetzt auch nochmal. Hier dieses Dingsbums-Set. Dieses Ratschen-Set mit den variabel einstellbaren Ringmaulschlüssel. Ne, Ringmaulschlüssel heißen die. Nicht Ratschen-Set. Ich habe Ratschen-Set dazu gesagt. Leute, das ist ein Ringmaulschlüssel. Ja, und ja, hier unten können wir dann noch ein bisschen variabel bestücken. Hier sind noch ein paar Boxen drin. Und ja, da muss man sich was einfallen. Vielleicht setzt man das Ding nochmal ein Stückchen höher da unten. Mein Gott. Mein Gott, ich hätte echt nicht gedacht, dass das wirklich so geil aussieht. Voll auch gut. Mega heftig geil. Ich freue mich richtig auf die Busumbauten. Allerdings muss ich jetzt noch ein bisschen warten, bis das Wetter ein bisschen besser wird. Aber es ist auf jeden Fall, wie ihr seht, eine bessere Lösung als diese doofe Ecke da, dass man da immer irgendwie was suchen muss.
Und ja, ich würde alle Produkte, glaube ich, mal unten verlinken. Und ich weiß, dass ich jetzt Zuschauer habe, die da richtig heiß drauf sind auf diese Sachen, weil Engelbert Strauß, ja, ist ja eigentlich bekannt für Klamotten, aber die machen scheinbar ein bisschen mehr. Ich habe nicht gedacht, guck mal, da unten zeig ich mal diese ganzen Reiniger. Cockpit-Spray, da muss ich mal gucken, wie das riecht. Riecht gut, danke. Das riecht so zitrusmäßig. Zitrus ist ja das. So, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, wie gesagt, ich verlinke die Produkte mal unten. Schaut da mal vorbei und wenn ihr jetzt so ein Produkt kauft, wenn ihr Strauß-Klamotten habt, dann verlinkt mich mal auf Instagram. It's Marvin und Hashtag Engelbert Strauß. Hätte ich richtig Lust drauf. Ich bin echt gespannt, wie viele Zuschauer von mir gerade so im Handwerk unterwegs sind und die sagen, ich schwöre auf Strauß und nicht auf irgendwelche billigen Baumarktklamotten. So, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Umbauprojekt. Ich weiß nicht, wann ich das T5-Projekt weitermache, weil das Wetter ist momentan sehr schlecht. Es wird wieder sehr kalt und deswegen ein bisschen Geduld. Aber das Auto kommt voran.